Los. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Webinar OpenSilium, der generische API, generische Open Source API Hub. Ich bin Jakob Simere und ich will euch gerne heute durch dieses Thema führen. Und zwar, dabei fange ich erstmal mit ein paar Folien an und erstmal auch das Unternehmen, wo ich arbeite und auch mich ein bisschen was von mir zu erzählen. Also ich bin selber bei der Bcon seit 5 Jahren, das ist die Company, wo ich arbeite und bin Abteilungsleiter in dem Bereich Service Management und jetzt möchte ich gerne ein bisschen was über die Bcon erzählen. Die Bcon ist über 30 Jahre, existiert schon seit über 30 Jahren, hat über 100 Kollegen, wir sind in 3 Standorten verteilt. Ich selber sitze in Fulda. Wir sind zu 100% in privater Hand, haben über 500 aktive Kunden und haben auch sehr viele starke Partnerschaften. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind diese Themen, die ich jetzt dargestellt habe: Digital Innovations, Information Security, Service Management, Data Center Operations, Cloud Computing, Radio Network. Wobei Radio Network jetzt immer stärker kommt mit dem 5G-Thema, was wir in Berlin machen, hauptsächlich. Das Thema, was mein Themenfeld ist, der Service Management-Bereich. Und da treffen sich immer wieder die Stichwörter CMDB, Ticketsystem, Discovery, Integration. Und Integration ist genau das, was OpenSilium jetzt gerade an der Stelle ausmacht. Ich möchte auch gerade nochmal die Tools hier am Rande zeigen, mit denen wir uns quasi mit diesen Themenfeldern beschäftigen. Und möchte auch nochmal kurz über ein Schaubild gehen, und zwar so, wie wir die Welt eben so sehen oder wie sie ist. Und da haben wir erstmal den Infrastrukturbereich, der doch sehr dynamisch geworden ist. Und durch die Containerlandschaften, die immer mehr monitort, ein Inventory gehört dazu, ein Software Deployment. Und irgendwie müssen diese Dinge dann halt zentralisiert werden. Und das jetzt immer mehr in so einer CMDB-Lösung, wo man die Daten eben zentral ablagert, um die dann im Incident Management zu nutzen, diesen Vorteil eben des Wissens. Und das Ganze kann auch in der Big Data-Analyse dann gefahren werden. Der Informationssicherheitsaspekt spielt da eine Rolle. Und diese ganzen Daten, die bereitet dann ein Business-User eben vor und kann diese analysieren und erstellt diese Business-Prozesse eben. Und da können sich sehr, sehr viele Use-Cases finden. Und wir haben jetzt in dem Bereich 5G, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei uns auf der Webseite mal durchlesen. Aber da haben wir auch einen wirklichen Use-Case in 5G mit Software quasi geschaffen, wo wir jetzt zum Beispiel einen RTW-Wagen durch die 5G-Technik über eine sehr gute Verbindung, sage ich mal, wo der Arzt dann, sage ich mal, schon vorher im RTW-Wagen sich den Patienten anschauen kann. Aber das ist nur so am Rande ein bisschen was zu unserem Unternehmen Bcon. Ich möchte ja, wie gesagt, was über OpenSilium erzählen und wie dieses Projekt auch entstanden ist. Ich möchte da ein paar Worte dazu sagen. Das Projekt ist bei uns durch Erfahrung entstanden, weil wir immer mehr in Kundenprojekten gesehen haben, dass wir sehr, sehr viele Schnittstellen bauen. Das heißt, Datenaustausch geschaffen haben zwischen zwei Applikationen und das dann immer größer geworden ist. Und das geht ja jedem Unternehmen so, dass man versucht, Daten eben über Schnittstellen zu verteilen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, diese Skripte irgendwie zu zentralisieren? Dann sind uns natürlich so Themen aufgefallen wie Jenkins und Scriptrunner und so weiter, wo man Skripte vielleicht dann zentral verwalten kann, aber trotzdem die Übersicht nicht so ganz da ist. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, eben diese API-Operationen, die doch sehr nach dem Standard laufen mittlerweile, auf eine Oberfläche darzustellen. Und das möglichst einfach. Und dadurch ist dieses Open Source-Projekt OpenSilium entstanden. Ich möchte ein paar Begriffe nennen, die OpenSilium ausmachen. Zum einen verbindet OpenSilium Applikationen, das heißt, OpenSilium ist
deswegen sprechen wir von einem API-Hub, ist sozusagen in der Mitte und knüpft diese Applikation an und verbindet diese eben. Und dabei transferiert sie Daten durch diese API-Operationen, die ausgeführt werden. Dabei können aber auch Daten transformiert werden. Jeder weiß, wenn man eine API-Call macht, dann kriegt man vielleicht die Daten, aber diese Daten kann man nicht eins zu eins in das Zielsystem überführen, sondern man muss die Daten eben transformieren. Wir sprengen eben die starren Schnittstellen, die es jetzt schon im Markt gibt. Jeder kennt das. Da suche ich für mein Unternehmen irgendwie ein Plugin, der mir dann vielleicht eine bestimmte Konstellation zur Verfügung stellt, zum Beispiel eine OTS Schnittstelle zu Redmine beispielsweise. Und dann ist man in dieser Schnittstelle gefangen. Hat man weitere Anforderungen zu dieser Schnittstelle, ist es meist schwierig umzusetzen. Und deswegen ist dieser Part uns sehr wichtig, dass wir da sehr flexibel und individuell bleiben. Ermöglicht Prozessautomatisierung durch eine Webhook-Technologie, die werde ich aber später im Zuge nochmal genau erklären. Wir liefern Templates für viele Applikationen. Das heißt, bestimmte Use Cases, die es ja gibt, die viele Anwender auch nutzen, die können wir auch als Template vorbereiten und dann muss dieser Datenaustausch gar nicht konfiguriert werden. Wir erleichtern auch den Wechsel auf neue Applikationen, Stichwort Migrationen. Und wir ermöglichen auch individuelle Applikations-Connections. Das heißt, auch da sagen wir mit OpenSelium nicht, wir können nur mit diesen fünf Tritt-Tools arbeiten, sondern wir gehen einen ge sehr generischen, generischen Aufbau oder beziehungsweise versuchen sehr generisch zu sein, indem wir sagen, okay, da gibt es ein paar Kriterien, die wir erwarten von einer Schnittstelle, wie zum Beispiel, ist sie eine REST-API, läuft das über einen HTTP-Request und so weiter, dann können wir damit umgehen. Ich will auch gerade mal Tabelle der verfügbaren Konnektoren zeigen. Das heißt, die Tools, die wir jetzt da bei uns schon im Bauch haben, wenn ein Kunde sich dafür interessiert oder auch die Community sich dafür interessiert, dann gibt es genau diese Konnektoren, wo wir auch Use Cases da drinstehen haben. Und ja, und wir wachsen stetig weiter. Okay, ja, jetzt gehe ich eigentlich schon zu dem Praxisthema. Und zwar möchte ich OpenSelium am besten an so einem Praxisbeispiel erklären. Das macht immer absolut Sinn, weil dann versteht man das einfacher. Und zwar möchte ich heute als Praxisbeispiel eben den Datenaustausch zwischen Jira und Trello zeigen. Und für alle, die Trello nicht kennen, die eher Weekend kennen, möchte ich das Ganze auch nochmal mit Weekend zeigen. Also Weekend ist dann halt diese Open-Source-Variante von Trello, kann man sagen. Okay. Und hier gibt es zwar noch einen Punkt, den ich jetzt nur zeige, den ich in meinen letzten Webinaren immer mal wieder gezeigt hatte. Das heißt, wenn da Interesse ist, bitte um YouTube-Channel schauen. Ansonsten wollte ich hier nur mal sagen, hier nochmal erklären, dass wir den ganzen Datenaustausch optional auch in Elasticsearch speichern können. Somit kann auch ein Reporting dann über Kibana erfolgen. Die komplette Relationen, die wir in den Datenaustausch ausführen, speichern wir komplett in Neo4j. Okay, dann möchte ich gerade mal meinen Bildschirm wechseln. So. Das ist das OpenSelium. Und das ist hier diese Oberfläche von OpenSelium. Ja, okay. Ich wollte gerade sehen, ob ich noch im Bild bin. Und was wir hier am Anfang sehen an der Installation, ist schon mal von vornherein die Connection Overview. Das heißt, dieser Part hier zeigt quasi, wie viele ja, Konnektoren quasi schon über OpenSelium verbunden sind. Und das System ist hier ein Demosystem von mir, was ich gerne auch für Demo-Geschichten zeige. Und jetzt gibt es hier auf der linken Seite genau drei Menüpunkte, die diesen ganzen Ablauf von OpenSelium erklären. Das ist einmal Connectors,
Connection und Schedules. Unter Connectors verwalten wir die ganzen Verbindungen zu den Trittsystemen. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, ich klicke hier mal rein. Hier bekommen wir auch schon eine Tabelle von den Konnektoren, die ich schon angebunden habe. Wir binden die Konnektoren mit einem Testaufruf oder eine Test-API-Operation auf, die wir dann konfigurieren quasi. Das heißt, da wird schon beispielsweise eine UL aufgerufen mit einer Authentifizierung und dann weiß ich ganz genau, okay, kann ich dieses System erreichen und habe ich auch die Berechtigung, eben das zu tun. Und ein Connector, um einen Connector quasi zu erstellen, brauchen wir auf jeden Fall einen Invoker-File. So nennen wir das. Das ist im Prinzip wie so ein WSDL-File, was die komplette API-Dokumentation eines Tools erklärt. Und die ist nicht wirklich schwer zu verstehen. Ist eine relativ einfache Struktur, die wir da wählen in XML. Und wie gesagt, da wird die Authentifizierung erklärt und dann werden auch die API-Operationen da aufgelistet, damit ich die dann wiederum auf meiner Oberfläche von OpenCelium nutzen kann. Das bedeutet also, ein File entscheidet, ob ich diesen in OpenCelium nutzen kann. Und genau das kann man halt selber auch machen. Das heißt, das müssen wir gar nicht zur Verfügung stellen. Das kann ein Kunde oder kann auch jemand aus der Community eben runterladen, das Tool OpenCelium, und man kann sein eigenes Invoker-File schreiben und dann kann man das schon über OpenCelium nutzen. Okay, der nächste Part ist Connections. Da springe ich jetzt mal rein. Und hier findet der Hauptpunkt oder die Hauptgeschichte quasi an der Situation statt. Und zwar führe ich hier eben den Datenaustausch aus. Und in dem Fall hatte ich ja gesagt, möchte ich gerne Jira mit Trello zusammen verbinden und dann später auch mit Weekend. Und da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Dafür suche ich gerade meine Verbindung. Hier wird das auch beschrieben, von Jira zu Trello. Da klicke ich jetzt mal über diesen Edit-Button rein und gucke mir mal an, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar genau so. Ich habe einen Titel beschrieben. Ich habe es einfach jetzt Trello genannt. Und dann ist wichtig, dass wir das Source-System und das Target-System angeben. Das ist also einmal Jira und einmal Trello. Wie gesagt, die Konnektoren. Und dann hat man eben zwei Modis, die man hier wählen kann. Einmal den Expertenmodus oder den Template-Modus. Ich möchte das gerade nur an der Stelle zeigen. Das heißt, der beschreibt das gerade hier. Wenn ich den Expertenmodus wähle, dann ist schon ein bisschen weiter runter. Finde ich hier in der Konfiguration nichts. Das heißt, hier unten findet auch der Datenaustausch statt. Wenn ich jetzt auf ein Template klicke, dann sucht er in meinem System nach Templates. Und diese Templates sind auch wiederum ein File, so ein JSON-Format, so eine JSON-Struktur. Und was beschreibt das eigentlich? Es beschreibt einen Datenaustausch. Klicke ich hier rein, bekomme ich hier Möglichkeiten dargestellt, die ich schon vorher irgendwann mal als Template gespeichert habe. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Sync-Issues und da wird mir eben diese Dokumentation oder diese Beschreibung hier hinterlegt. Scrolle ich jetzt ein bisschen weiter runter, dann sehe ich hier, okay, hier findet ein bisschen was statt. Und das ist so eine Art Connection Editor, das heißt, genau hier führe ich meine API-Operation aus. Okay, ich möchte aber, wie gesagt, nochmal auf dieses Beispiel hier eingehen, deswegen lade ich gerade mal die Seite neu, weil ich jetzt gerade eine Änderung gemacht habe. Genau, da baut mir also wieder die Seite auf. Ich möchte gerade genau diese GUI hier erklären. Dafür gehe ich hier in den Fullscreen. Und zwar ist das so eine Art Editor, wie ich meine Operationen ausführen kann. Und das ist auch unser alter Editor. Wir haben mittlerweile auch einen neuen. Der wird jetzt mit dem neuen Release rauskommen. Der findet in den nächsten Tagen statt. Und das ist sozusagen der neue Editor. Der ist etwas entspannter, sage ich mal, was die Darstellung angeht, ein bisschen an diese Business-Modellierung angelehnt. Hier kann man das ganz gut erklären. Vor allem hier oben in der Business-Layout, der ist leer, der ist auch nur optional, der soll oder kann genutzt werden, um das, was hier unten im Technical-Layout passiert, eben vereinfacht darzustellen. Aber was hier unten passiert, ist eben genau diese Ausführung von diesen API-Operationen, die man normalerweise in ein Skript plant. Das heißt, hier in Jira führe ich jetzt eine API-Operation aus, die heißt Issues.
Issues erklärt mir genau mein Invoker-File, der in meinem Connector steht. Wenn ich jetzt hier auf Issues klicke, sehe ich auf der rechten Seite, dass sich Details eingeblendet werden. Und ich sehe hier in dem Request-Teil die Method, den Endpoint, den Header und die Body-Information. Ich kann also auch hier reinklicken und kann gucken, gibt es hier überhaupt ein Body? Nein. Kann hier in den Header reingehen. Gibt es hier irgendwelche Header-Informationen? Nein. Kann in den Endpoint reingehen und dann sehe ich, okay, alles klar. Hier gibt es Endpoint-Informationen und die kann ich dann auch hier verändern. Und das kann ich dann halt an der Stelle von, also das ist schon bei Jira alles. Also wenn ich mir die Daten raushole, geht es meist einfacher, als wenn ich die dann irgendwo reinschreibe. Und das passiert jetzt genau hier an der Seite von Trello. Wenn ich jetzt mal hier reingucke, dann führt er erstmal ein Get Boards aus. Das heißt, es muss irgendwie eine Logik stattfinden. Gibt es dich denn schon als Board in Trello? Und wenn nicht, dann tu irgendwas. Und das kann dann entsprechend so aussehen und kann auch entsprechend groß sein. Genau. Und diese Abfolge von API-Operationen kann man dann eben nutzen. Und um das nur noch zu erklären, was hier im Prinzip dann auch der Vorteil ist, den wir hier einplanen oder eingebaut haben, ist eben, dass wir die Möglichkeit anbieten, hier Referenzen zu nutzen. Wie jetzt zum Beispiel an der Stelle. Hier sieht man, dass es eine beige Farbe ist. Und die beschreibt mir eigentlich, dass ich mir einen Response-Wert raushole mit einem Pfad, den ich quasi aus Issues auf der linken Seite gezogen habe, um den hier einzubauen. So kann man das sich vorstellen. Und auch hier im Endpoint habe ich hier die Board. Im Endpoint habe ich hier die ID von dem Board, die ich vorher erstellt habe, hier unten. Und diese ziehe ich dann eben aus der Response raus. Und mit diesen dynamischen Variablen, damit arbeiten wir und damit verknüpfen wir diese API-Operation. Okay, ich gehe mal raus. Das ist also der Part Jira und Trello. Der nächste Part ist eben Schedules. Und bei Schedules plane ich eben meine ganzen Jobs. Hier kann ich bei einem Job einen Cron-Tab-Eintrag hinterlegen. Kann er aber auch optional nutzen. Das heißt, dass ich, wenn ich zeitbasiert und ausführen möchte, dann kann ich das machen. Jeden Abend um eins. Alle meine Jobs irgendwie hier. Und ich kann den Status auf Disabled setzen, so wie er jetzt gerade auch ist. Und dann läuft die zeitbasierte Ausführung nicht mehr. Das heißt, man kann noch den zweiten Schritt gehen und zwar das Ding manuell starten. Das heißt, dieser Datenaustausch manuell angestoßen wird. Oder ich kann mit so einer Webhook-Technologie starten. Das heißt, ich kann aus einem Job mir eine eindeutige Webhook-URL bauen, die ich dann in mein Thread-System mitnehmen kann. Das heißt, ich klicke hier oben in diesen Icon rein und dann findet man hier quasi diese URL wieder. Und diese URL beschreibt mir genau den Aufruf dieser API-Operation. Die Webhook-Technologie kann noch viel mehr. Und zwar, ich kann über diese Webhook-URL auch meinen Datenaustausch-Parameter mitliefern. Das heißt, ich kann hier quasi hinten Getter-Parameter einbauen, um dann diese meine Connection, also meinen Datenaustausch zu nutzen. Beispielshalber Datensatz 1. Und dann beschreibe ich hier meinen Datensatz. Und genau diesen Wert kann ich dann eben entsprechend meine Connection mit benutzen. Okay, und bevor ich jetzt diesen Job starte, wechsle ich nochmal ganz kurz in die eigentlichen Tools rein, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder diese Tools auch kennt, Jira und Trello. Und zwar, wir haben unser ganzes OpenCV-Projekt auch unter Jira geplant oder planen das unter Jira. Und das sind auch unsere Entwickler, die hier sind. Das ist also unser reelles Board, den wir hier nutzen. Und da sind unsere ganzen Issues. Und wir hatten auch den Use Case eben, dass wir gemerkt haben, ja gut, dass Jira sehr gut ist, vor allem was Projektmanagement angeht, aber auf der anderen Seite auch sehr teuer sein kann, wenn viele User das benutzen. Und deswegen gab es bei uns auch schon die Anforderung, wo gesagt worden ist, okay, kann man nicht da irgendwie die Kosten sparen? Und zwar macht Jira total viel Sinn zu planen und vorzubereiten, aber für die Entwickler selber, die müssten ja rein theoretisch nur dann die einzelnen Tasks hier nutzen, um die dann von links nach rechts zu schieben. Beispielshalber,
Wir haben hier einen Entwickler, der das in seine Queue bekommen hat, in seine Warteschlange, schiebt das Ganze in Prozess und setzt das Ganze dann irgendwann auf Test. Das wird dann getestet und dann wird das eben auf Finish gesetzt. Und genau diese Idee war dann eben zu sagen, okay, warum verbinden wir das nicht mit Trello? Weil dann können die Entwickler, sage ich mal, in Trello arbeiten und die Projektmanager eben in Jira und damit spart man sich eben Geld. Okay, und genau dieser Use Case ist da. Ich habe hier eine Sales Demo, ich habe hier einen Trello für meine Demo sozusagen vorbereitet. Das heißt, hier müsste dann ein Bot erscheinen, der eben durch diese API-Operation hier erstellt wird und die Information einmal hier rauszieht über die API und die dann wiederum hier reinpumpt. So, und dafür führe ich das gerade mal hier aus. Mein Beispiel ist der Trello. Kann ich also manuell ausführen. Die Last Duration war 40 Sekunden. Kann man auch nur einen Einblick sehen, wie lange das überhaupt generell so dauert. Ich klicke hier mal auf Starten. Da ist der Job, wird hier gestartet. Und ich kann hier mal reingucken und schauen, ob der Bot erstellt wird. Okay, das Bot wird erstellt. Ich klicke mal hier rein und dann sehe ich hier, dass diese Issues nach und nach reinkommen eben und die hier in das Board synchronisiert werden. Ist nicht nur für den initialen Prozess, sondern auch für den Aktualisierung oder auch für das Löschen. Also all diese ganzen CRUD-Operationen, sage ich mal, finden in diesem Template statt. Und wie gesagt, die werden dann halt hier synchron gehalten. Was jetzt hier noch gemacht werden muss, man kann schon erkennen, dass hier die Listen nicht in derselben Reihenfolge ist. Das könnte man noch optimieren. Kann man auch nur einmal händisch machen. Und dann bleibt das auch so. Und dann kann man das Board sinken lassen. Was man auch hier mitnehmen kann, ist eben die Labels. Die Labels werden auch mitgenommen, nur nicht die Farbe. Die Farbe in Jira gibt es eben keine Farbe. Das heißt, da kann man auch noch mal das einmal manuell machen. Also beim initialen Sync sozusagen geht man hier rein, holt sich die ganzen Labels, die gesynkt worden sind und verteilt die Farben, damit man das dann auch hier letztendlich im Board sieht. Und das kann man dann halt wieder benutzen. Jetzt gehe ich wieder auf Trello und gucke mir das mal hier so an und sage, okay, das ist ja schön und gut. Was passiert denn, also, aber wenn irgendwas synchron, also wenn irgendwas in Jira passiert, dann ist das ja nicht so ganz synchron. Das heißt, ich muss ja immer diesen Call manuell laufen lassen. Aus diesem Grund will ich das gerade nochmal erklären mit dem Webhook. Das heißt, ich habe diese Webhook-URL jetzt da in meinen Hintergrund gespeichert, in meiner Zwischenablage, kann dann in meinem Tritt-Tool, also das wäre jetzt der Jira, kann jetzt einen Webhook einstellen. Kann ich hier machen, kann ich aber auch übrigens in Trello machen. Das ist eigentlich völlig egal. Ich will das jetzt gerne mal hier in Jira zeigen. In Jira ist das so, dass man unter den Projekteinstellungen sowas hat wie Automation. Und unter Automation kann man eben ja, Events planen, ja, Dinge, die passieren sollen. Und da habe ich schon einen Trello-Sync vorbereitet. Ich aktiviere das Ganze mal und klicke da mal kurz rein, dass Sie das mal gesehen haben. Und zwar kann man dann hier einen Regelsatz setzen. Das ist hier der Trigger. Wert ändert sich für Status. Status ist quasi die Liste von Jira. Wenn die Liste sich ändert, dann soll eben diese URL aufgerufen werden. Und das ist genau diese Webhook-URL, die ich vorbereitet habe. Ich habe nur hier nochmal die URL getunnelt gehabt, weil ich die nicht nach außen freigegeben habe. Aber das kann man kann auch hier die direkte URL, das ist dann völlig egal. Das heißt, es wird diese URL aufgerufen und damit wird in OpenCilium quasi der Webhook angetriggert. Und damit wird der Job ausgeführt und damit wird auch der Sync automatisch generiert. So, das möchte ich jetzt gerne an diesem Beispiel zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt in Jira wieder reingehe und ich nehme jetzt einen Job hier, das ist hier diese Unproved Notification Message und ich schiebe den jetzt gerade mal wieder zurück zu den Kollegen und springe dann schnell in OpenCilium rein und will mal gerade schauen, was jetzt hier passiert. Hier müsste also der Job angetriggert werden. Genau. Das heißt, läuft vollautomatisch.
Lauf mal in Trello rein und guck mal, ob das schon hier weg ist. Ja, ist gerade verschwunden und ist jetzt hier unter Improve Notification Message drin. Das heißt, der Job läuft dann hier durch. Damit ist der Sync drin. Und bei jeder Bewegung werden die in Echtzeit sozusagen synchronisiert. Das ist halt so die Webhook-Technologie, die wir dahinter integriert haben. Okay, ja, das war erstmal das Beispiel Jira und Trello. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Wie gesagt, es gibt noch die Weekend-Variante. Also das ist im Prinzip eigentlich, ich glaube, das war auch das Projekt, das Open-Source-Projekt ist auch damals mit mit Entwicklern aus den Trello-Projekten eben entstanden, die dann auch bei Trello dann ausgestiegen sind und dann Weekend eben gebaut haben als freie Open-Source-Variante, die man auch on-premise installieren kann. Das habe ich jetzt auch hier gemacht, das hier in meiner Azure Cloud sozusagen installiert. Gibt es auch übrigens im Docker-Container. Und genau, und da ist jetzt hier kein Board. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, wie das funktionieren kann über OpenSelium. Das heißt, das ist eine ein super Use Case. Ich gehe auch bei Connection rein, sage Add Connection, sage dann von mir aus Weekend Sync. Kann hier noch eine Beschreibung hinterlegen, muss ich aber auch nicht. Und dann wähle ich eben die beiden Tools aus. Ich möchte eben von Jira das Ganze nach Weekend. Und entweder ich laufe über den Expertenmodus oder ich nehme die Template-Variante. Und hier habe ich ein Beispiel für die Keylogs vorbereitet. Und ja, das beschreibt mir im Prinzip genau diese API-Operationen, die durchgeführt werden. Ich will das gerade mal hier so zeigen. Das, wie gesagt, ist dieser alte Connection-Editor. Der läuft dann halt so, dass man von oben nach unten sozusagen die API-Operationen sehen kann. Und das möchte ich gerne gerade mal an dieser Übersicht erklären. Und zwar, ich hole mir, wie gesagt, nur die Issues raus aus Jira und mache dann hier erstmal ein Add Board, wenn der funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein Beispiel gewesen zu den Keylogs. Hier müsste man es noch verfeinern, indem man sagt, okay, existierst du Board? Wenn nicht, dann erstelle, ansonsten nutze das Board, was gerade da ist. Also das ist jetzt hier nur ein initialer Call, der da genutzt wird. Dann schleife ich im Prinzip mit meiner Loop-Schleife die ganzen Issues durch, die ich oft von der linken Seite, also von Jira, bekommen habe. Deswegen auch hier dieses Array mit den Sternen. Und jetzt sieht man, dass da so eine kleine Einrückung ist. Das heißt, ich bin innerhalb dieser Schleife und kann dann über Get Board List eben sehen, welche Listen es schon bereits gibt in Weekend. Und eine Liste ist im Prinzip, kann ich hier gerade nochmal zeigen, anhand von Jira. Das beschreibt quasi eine Queue hier, ne? Wie jetzt zum Beispiel da, wo jetzt mein Mauszeiger ist, oder in Process oder in Test, das ist eine Liste. Und das heißt, er holt sich erstmal die Liste und guckt, bist du schon da? Wenn nicht, dann erstelle eben eine Liste. Und erstelle auch diese Karte. Diese Karte ist das Issue selber. Und wenn aber die Liste existiert, dann mache ein paar If-Conditions und Schleifen und so weiter und führe dann nochmal ein Add-Card aus oder beziehungsweise führe dann hier einen separaten Add-Card aus. Also entweder die Liste existiert oder die Liste existiert nicht. Und jetzt gucke ich mal in Add-Card mal rein. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass hier sehr, sehr viele Referenzen genutzt werden. Und zwar nutze ich einmal hier im Endpoint die Board-ID. Und die List-ID. Also, das ist so eine klassischer Weg, wie ein REST-API funktioniert, quasi über diese Endpoints. Möchte ich jetzt hier noch eine andere Variable hier nutzen, kann ich hier über meinen Referenzgenerator hier noch eine hinzufügen. Guck mal in den Body rein von dem Add-Card und da sind auch relativ viele solcher genau Variablen, die genutzt worden sind, wie hier die Swim-Lane. ID und ansonsten auch Informationen vom Issue, die Summary sozusagen von Jira. Genau, habe ich das einmal gemacht. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier eine kleine Änderung auch machen, kann hier wiederum hier oben sagen, okay, erstelle mir aus meinem Template, was ich jetzt genutzt habe, ein zweites Template, das nenne ich Create Issue Version 2 von mir aus.
und erstelle das mal. So, damit ist das hier erzeugt. Jetzt klicke ich mal auf den Expertenmodus und ach, hier ist nochmal eine Draft-Möglichkeit, falls man da irgendwie aus dem Browser rausgeflogen ist. Jetzt sehe ich, dass hier nichts ist. Klicke ich wieder auf Template, sucht er mir sozusagen aus der Datenbank wieder was raus, ein einzelnes File, wie gesagt, kann das genau nutzen und das beschreibt mir im Prinzip unten den kompletten Use Case nochmal. Und das ist wirklich nur ein File und total sinnvoll. Und daraus kann ich dann eben mein Issue generieren. Und jetzt klicke ich hier mal auf Add. Und damit ist meine Connection schon entstanden. Genau, dafür gebe ich nochmal in Schedules, um das nochmal hier an der Stelle zu planen, um das dann ausführen zu können. Und zwar schreibe ich dann hier Weekend Vlogs Example. Kann den Recurrent Sync hier nutzen und nehme meine Cron Expression, die ich immer nutze. Genau. Und setze das direkt hier schon mal auf Disable, da will ich nicht zeitbasiert das Ding laufen lassen möchte. Gehe aber, bevor ich hier auf Start klicke, nochmal in das Tool rein, Weekend. Und zwar, wie gesagt, das ist hier Weekend und hier sollte das dann genauso aussehen wie bei Trello, dass man halt vorher erstmal das Board sieht und dann da einsteigen kann. Gut, das heißt, hierfür klicke ich dann auf Start und guck mal, was hier passiert. Hier sollte dann genau der Job erzeugt werden, OpenCV. Dann werden die Karten erstellt, genau. Und dann werden auch die Issues eingeplant. Also auch hier ist die Reihenfolge einmal zu setzen, dann wiederum. Wie gesagt, man könnte auch das über die API-Operation machen. Da gibt es eine Möglichkeit, eben eine Reihenfolge auch zu definieren. Aber ansonsten, wenn das sonst nicht ein großes Problem ist, macht man das hier einmal manuell. Und dann hat man diese ganzen Listen. Und man kann halt, wie gesagt, dann mit Weekend arbeiten. Eine super Sache. Und ja, das war es dann auch hier mit dem Beispiel. Ich möchte auch ganz kurz nochmal auf das Thema Templates eingehen. Und zwar diese ganzen Templates, die findet man dann halt hier unter Admin auch wieder. Übrigens auch die Invoker-File. Die Invoker waren die Konnektoren, also die WSDL-Files von einem von einem System. Klicke ich mal auch hier auf Templates. Dann sehe ich hier alle meine angelegten Templates, die ich irgendwie mal generiert habe und auch immer von From Invoker to Invoker. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier relativ viele erstellt und die kann ich auch hier immer wieder löschen. Das ist überhaupt kein Thema. Kann die hergehen und sagen, ich möchte jetzt hier meine selected Templates löschen und rausnehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist, wir wollen aber auch später, und deswegen möchte ich gerade nochmal diese Oberfläche hier zeigen, die Möglichkeit zulassen, eben nicht nur einen Download auszuführen, sondern auch einen Upload. Also ein Upload in ein Repository. Und zwar ist der Gedanke bei OpenCV halt, wir wollen halt sehr, sehr generisch sein, möglichst ziemlich viel möglich, also ziemlich alles zulassen, alle Möglichkeiten zulassen. Aber der Gedanke ist ja eben genau das auch zu sharen in der Community. Das heißt, diese ganzen Templates, da stecken ja keine großen bedenklichen Security-Probleme. Und deswegen wollen wir dann hier die Möglichkeit erstellen, das Ganze in so einen zentralen Repository packen zu können. Das ist eine ganz einfache JSON-Datei, relativ klein. Damit hat man da auch keinen großen Speicher, den man da benötigt. Und dann kann man auch, wollen wir hier dann es möglich machen, dass man dann auch durch das Repository suchen kann nach Templates. Und dass dann halt durch eine Community sowas wachsen kann, dass halt Use Cases oder auch Schnittstellen im Prinzip getauscht werden können, relativ einfach und hier in OpenCV genutzt werden können. Das ist die Idee dahinter. Wir wachsen stetig. Wir haben immer mehr Projekte, immer mehr Konnektoren. Wenn man jetzt mal guckt hat, wir sind jetzt mittlerweile, sag mal, 2 Jahre, vor 2 Jahren gestartet, haben schon sehr, sehr viele Projekte realisiert, haben auch wirklich viele Umgebungen haben wir auch migriert quasi auf OpenCV und das hat alles super funktioniert. Wir haben da auch schon Success Stories bei uns auf der Webseite, können Sie gerne alle besuchen. Und ja, weil wir immer mehr merken, dass das halt wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema ist. Und da kann ich nur jeden einladen, damit teilzuhaben.
oder auch mitzumachen. Okay. Und übrigens, das gilt hier für Templates, sowohl für Templates, aber auch für die Invokers. Wie gesagt, die Invokers sind ja diese Dateien, die mir meine ganzen API-Operationen darstellen hier und die ich dann nutzen kann. Ich kann also auch hier über die View quasi, das will ich mal gerade zeigen, gehe ich mal bei Weekend, kann ich mal reingehen. Und wenn ich jetzt hier bei View reingehe, dann poppt er mir hier das genau auf und er zeigt mir hier, wie hier die Konfiguration eben aussieht, wie meine API-Operationen aussehen, wie meine Authentifizierung aussieht. Und das innerhalb eines XML-Files. Das ganze Projekt ist übrigens auch bei Bitbucket gehostet und kann jederzeit kostenlos einfach runtergeladen werden, geklont werden und auch mal geprüft werden. Was wir bis dato noch nicht haben, ist ein Docker-Container für das OpenCDN. Da sind wir aber ganz stark dran. Also wenn jemand da Interesse hat, Lust hat, kann er das gerne bei uns nochmal in Verbindung setzen. Wir würden uns super freuen. Das würden wir natürlich dann super ja, übernehmen. Okay, ja, das war erstmal so grundsätzlich mein Praxisbeispiel. Ich wechsle mal kurz wieder auf die Folien. So, dafür muss ich das gerade mal stoppen und dann wieder auf meinen anderen Bildschirm springen. Genau, das ist es hier. Und haben wir hier noch viele Dinge geplant in der Roadmap. Was jetzt hier noch in dem Ende Q3 passiert, ist eben, dass wir diese Konnektoren von uns aus schon bereitstellen. Das ist hier der Jira Asset, der SAP Business One, SAP generell und auch das Redmine. Da haben wir viele Use Cases, die wir da geplant haben. Und dann wollen wir in den Bereich soziale Medien rein, weil wir gemerkt haben, auch das Marketing macht total Sinn, das innerhalb von OpenStudio miteinander zu verknüpfen. Beispiel könnte sein, ich plane meine Tweets eben, meine Posts, vorher im Trello beispielsweise oder im Weekend und möchte sie dann nach einem Datum sozusagen automatisch synchronisieren lassen. Da gibt es viele Tools auf dem Markt, das wissen wir auch. Aber sie wollen einfach diese freie Möglichkeit da anbieten, da auch etwas flexibler zu sein. Ja, ansonsten haben wir nichts weiteres heute an Ideen, sage ich mal. Das findet man immer meistens in Kundenprojekten wieder, was so oder was so die Community so erwartet. Soziale Medien hatten wir jetzt wirklich von sehr, sehr vielen mitbekommen, dass das interessant sein könnte. Ansonsten laden wir Sie natürlich sehr gerne ein, uns einfach anzuschreiben unter info@opensilium.io und das eben auch für die danach geplante Version. Also immer gerne, wenn Sie Anwendungsfälle haben, uns anschreiben und wir würden die dann gegebenenfalls auf die Roadmap packen. Ja, ansonsten die Features, da ist es sehr ähnlich. Also das ist erstmal das, was wir Stand heute. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass da mein Bildschirm nicht so schön synchronisiert. Nicht, ob Sie das schon sehen. Naja, ansonsten beschreibe ich das einfach nochmal ganz kurz. Also, was wir hier jetzt in den nächsten Tagen eben planen, ist halt, oder was wir jetzt schon haben, ist eben dieses neue Theme. Das haben Sie heute in meinem Webinar gesehen. Der neue Connection Editor, der HTTPS Support, den wir jetzt hier drin haben. Und ansonsten den Improved XML Feature. Das heißt, wir haben nicht nur, ich hatte ja gerade die Beispiele gezeigt mit dem JSON-Format im Body-Kontext quasi, aber das geht auch über XML. Ja, ansonsten, was wir danach geplant haben, ist halt innerhalb der Connection selber, dass man ja, Status raussenden kann, beispielsweise nach Slack oder nach Teams und so weiter, wenn man dann als Administrator informiert werden möchte, ob jetzt irgendwie ein neues Gerät gefunden worden ist oder ein neues Gerät erstellt worden ist, dass man halt so ja, Statusnachrichten eben sich senden kann. Und ansonsten wollen wir noch die Technologie einbinden, dass man ja diese Connection eben miteinander verknüpfen kann über Webhooks. Das heißt, dass ich innerhalb einer Connection, das war dieser Datenaustausch, den ich geplant habe, eine Webhook-URL aufrufen kann, die wiederum einen anderen Prozess quasi anstoßt.
Idee findet gerade statt und die wollen wir dann bis zu Ende Q4 integrieren. Ja, ansonsten haben wir auch hier keine weiteren Features erstmal geplant, aber das kommt ganz stark von der Community dann auch selber zurück und sobald wir das wissen, veröffentlichen wir das natürlich. Ja, ansonsten, Sie können auch, wir haben die Community bei uns, den Community Support über Slack laufen. Da haben wir eine Open Psyllium Site und da haben wir auch diese drei Channels, die wir da eingebunden haben für Announcements, Development und Support. Und da laden wir sie natürlich auch ein, mit Teil da unterwegs zu sein, mit Kunden sich auszutauschen. Ansonsten können Sie auch hierüber natürlich Ihre Ideen über die Konnektoren oder die Features, die Sie da noch vermissen, quasi in OpenStream über Slack quasi senden. Ich will hier ganz kurz auf den Teil Subscription nochmal eingehen, weil für die, die auf unserer Webseite schon waren, werden das wahrscheinlich gesehen haben, weil ich ja hier sehr, sehr viel von Open Source rede. Es ist Open Source. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Kunden, die jetzt nicht so sehr in der Technik drin sind, die natürlich dann Dinge vorbereitet haben möchten und auch einen gewissen Support erwarten, auch irgendwo. Und aus diesem Grund haben wir eben auch dann ein paar Subscription-Modelle mit eingeplant oder eingebaut, die sich mehr oder weniger auf ja, den Support, das heißt Anfragen, Fragen generell beziehen oder auch die Templates, die wir vorbereiten für den Endkunden oder die wir schon bei uns haben und auch über die Konnektoren. Und das vergrößert sich dann halt von der Duo zu Influencer, ist dann halt die Version, wenn ein Kunde quasi einen neuen Connector mit reinbringt, dass er den quasi dann vergünstigt bekommt oder die Subscription vergünstiger bekommt, als wenn der jetzt direkt auf die Unlimited steigt. Und die Unlimited ist eben dieses alles in ein Support. Ja, ansonsten sind wir noch weiter Events dabei und zwar in der OSMC. Wen das interessiert, kann da gerne mit teilnehmen. Die findet am 9. November bis zum 11. November statt. Und genau, da werde ich natürlich auch nochmal über OpenStream sprechen, aber in dem Bereich dann über Ticketsysteme, wie können Ticketsysteme synchronisiert werden. Vor allem Singer ist da dann im Fokus. Ja, ansonsten sind wir auch bei den Tux-Tagen unterwegs, 13. und 14. Das ist ja gleich entsprechend danach. Wer da interessiert ist, dranbleiben möchte, kann da gerne mit teilnehmen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen können gerne gestellt werden. Ich bleibe hier noch im Channel drin. Ansonsten, wenn es um konkrete Anfragen geht, wirklich mit Kunden, mit Endkunden, dann gerne auch an den Herrn Geist melden. Das ist nämlich unser Head of Sales South. Und da ist auch seine E-Mail-Adresse eingeblendet. Können Sie da jede Zeit sich an ihn wenden und er kann Ihnen nochmal alle Informationen zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich drehe nochmal eine Folie zurück und warte gespannt auf Fragen.